Hallo, liebe Tiefseefreunde, zu einer neuen Ausgabe von Planet Coaster. Ja, wir haben es endlich geschafft, zur letzten Folge eine Seilbahn, eine Gondelbahn zu bauen. Die ist, würde ich sagen, etwas länger geworden, ist komplett anders, die Streckenführung, ihr werdet es gleich sehen, als ursprünglich geplant, aber macht ja nichts, ne? Sie führt jetzt fast einmal durch den halben Park. Ist auch was Schönes, ne? Kommt ganz woanders raus, als man angefangen hat. Ist auch nicht schlimm. Und wir werden gleich eine Probefahrt machen. Ne? Ich nicht alleine, sondern ich habe natürlich wieder meine nette, bezaubernde Begleitung mit dabei. Und zwar, hallo Vivien. Ja, danke. Hallo Tiefsee Gaming. Ja, wir beide werden uns jetzt gleich hier eine Fahrt gönnen, ne? Mit der Gondel. Und dann schauen wir mal, was daraus geworden ist, ob das einigermaßen interessant ist. Bevor es hier losgehen kann, müssen wir natürlich einen An- und Ausgang bauen. Ne? Sonst kommen die Leute hier nicht hoch und runter. Und aus dem Grunde würde ich mal Folgendes machen. Sekunde mal. So, und zwar brauchen wir einen Ein- und Ausgang bei dieser Station. Eingang platzieren. Wir haben ja gesagt, beides über die rechts, also von der Fahrtrichtung aus rechts gesehen. Genau, hier kommt der Eingang. Machen wir. Wie weit kann man den machen? Ah ja, hier. Wo soll man den Eingang hinmachen? Hier vorne ja. Oder da hinten? Da muss. Nee, macht immer weiter vorne. Hier? Okay, einmal hier. Dann der Ausgang, natürlich dann auf derselben Seite, aber dann eben hier, würde ich sagen. Genau. So. Genau. So, Eingang mit Weg verbinden. Jetzt müssen wir wieder so eine Warteschlange bauen. Unsere berühmte Warteschlange. ich würde die vielleicht ein bisschen größer machen, wenn es geht. Und länger. So. Ja, jetzt müssen wir aber... Naja, nicht so einfach jetzt hier, wir müssen ja nicht runterkommen hier, ne? Einen Fahrstuhl hast du nicht zufällig. Fahrstuhl? Naja. Das ist ein Vergnügungspark und kein Luxus. Naja, auf die Höhe hin könnte man schon einen Fahrstuhl benutzen. Also, die Vivien hat Ideen. Wir müssen entschuldigen, aber manchmal weiß ich nicht. Aber gut, alles fein. So. Ja, ist das gleiche wie Rolltreppen eigentlich, die es ohne gibt. Ich will aber hier noch ein Geländer haben, sonst fallen die Leute hier runter, ne? Das wäre jetzt nicht so toll. Nee. Warteschlange mit Geländer, wenn es geht, genau. Warum baut denn mir kein Geländer hin? Warte mal. So. Nee. Du sollst mir ein Geländer hinbauen. Warteschlange mit Geländer steht hier. Also Warteschlange. Ja, man muss halt lesen können, ne? Doch, hier, Warteschlange mit Geländer ist hier. Nee. Moment. Komisch, dass der kein baut. Kein Geländer. Verstehe ich nicht. Okay. So, ich dachte mir, wir machen mal was ganz Interessantes hier. Eine fliegende Warteschlange. Ja, so ungefähr. Über den Wolken, ne? Irgendwie. Dass da keine Stützen gebaut werden, verstehe ich nicht. Ist schon ein bisschen merkwürdig. Ist ein bisschen ein Fantasiebau, ja, oder irgendwas nicht? Irgendwas ist es jetzt ein bisschen seltsam hier. Ja. Eigentlich ist der sonst immer so genau. Also doch Fahrstuhl. Irgendwo. Also Wegstützen. Nee. Gebogene Gefälle, Weg mit Bornstein, nee. Also irgendwie... Na, Geländer baut er ja auch nicht dran. Nee. Also irgendwas will jetzt, er... Jetzt, haha. Jetzt. Frag mich nicht warum, aber jetzt hat er es. Aber Stützen baut immer noch keine, ja, ne? Also schweben tut es doch ein Ding immer noch. Was eigentlich ja, nicht sein sollte, eine Aussichtsplattform. Dann wirst du dann eben abseilen. So, jetzt. Und du musst ja jetzt hier runterkommen irgendwie, ne? Ja.
so. Ah ja, so schön, so ein bisschen genau immer so symmetrisch weiter runter. Das ist auch nicht schlecht. Nicht so steil, die Treppen, also. Ach so. Ja gut, wir können natürlich auch anders machen. Wir können die auch dann erstmal wieder so laufen lassen. Ah, jetzt, ja. jetzt hat er Stützen hier drin. So, dann haben wir hier so ein Plateau, ne, so. Ja, sonst, also. Dann wird halt die Warteschlange etwas länger, aber ist nicht schlimm. Aber wenn du so steile Treppen musst hier, guck mal, das sind da fast Bergsteiger-Mentalität hier, oder? Ja, also die Treppe dort hat schon Bergsteiger-Niveau. Das ist schon. So, mal auf, da ist die links dazwischen, die Bahn, das wollen wir nicht machen. Mal auf, dann machen wir hier nochmal runter, würde ich sagen. Nee. Einmal noch bitte, manchmal ist es zu lang. Was ist denn hier? Länge, da. Einmal hier runter und dann wieder hier runter. So, ja. Eine kleine Wendeltreppe in Anführungsstrichen. Oder was meinst du? Geht doch so, oder? Naja, gut. Es geht. Ja, also bitte. Du hast Geländer dran. Erstens das, genau. Und zweitens, also es sieht schon ein bisschen steil aus. Es ist halt was anderes, ne? Als vielleicht. Also guck mal jetzt genau hin. Oder täuscht das wirklich? Täuscht das? Oder ist es doch ganz schön steil? Nee, es täuscht. Oh ja, doch. Ja, also bitte. Es geht noch. Ja gut, der ist halt nicht jetzt für jede Generation gedacht, sag ich mal, ne? Aber. Nee. Also bitte. Warte mal, ich überlege gerade, ob ich nicht noch. Reicht ja zu, wenn die jungen Leute da hochgehen, ne? Genau. Warte mal, eins. Können wir noch ändern? Warte. Warteschlange. Genau. Jetzt sind wir hier ganz clever hier. So, dann haben wir nämlich vielleicht nicht dieses Ding drin. Ja, genau, so ist fein. Ach, was sagst du jetzt? Das ist besser. Besser. Gut, das freut mich. Ja, wir sind hier nicht bei schöner Wohnen, sondern bei schöner Vergnügung. Nee, nicht bei Wünsch dir was, ich weiß. So, das zerreißt nicht so schlimm. So, also, wunderbar, ne? Sieht doch auch mal was ganz anders aus. Ja, hier. Es ist mal was ganz Besonderes. Und die Leute können zwischendrin immer wieder ein bisschen hier gerade stehen und müssen sich mit Treppen steigen. So. Das erinnert mich an eine große Rutsche im Vergnügungspark, ja? In so einem Dings, ja? Wäre ohne Idee gewesen, eine Rutsche zu bauen da. Ja, die Rutsche kommt jetzt. Aha. Weil jetzt müssen die Leute durch irgendwie runter, ne? Also runterrutschen. So, ja, jetzt wird's lustig. Wie machen wir das am besten, damit die Leute hier nicht abstürzen? Moment. Puh. Du. Ja, sonst fallen die gleich wieder ins Bodenlose. Das war natürlich nicht so. Achtung. Nein. Treppe 1. Dann führt der Weg hier so rüber, würde ich sagen. Lass mich doch den Weg rüberbauen, komm. Na komm. Na, jetzt meint er, ich will hier ganz was Komisches bauen. Ja, hat er recht, aber. Na, also ganz unrecht. Aber lass mich doch hier. Jetzt. Ja, schon besser. Es wird. Ja, da ist was im Weg. Moment, Länge. Machen wir ein bisschen kürzer, bitte. Also ganz eine seltene Konstruktion. Das geht nicht. Das, nee, das mag er nicht. Das ist schlecht. Das ist gar nicht so einfach. Nee. Das ist wahrscheinlich zu steil, oder? Naja, also guck mal. Meinst du, das geht so? Also, ich denke mal, also guck mal, ist ein bisschen zu steil. Ja, die andere Idee wäre noch, warte mal, wenn dir das so nicht gefällt, dann gibt es auch eine andere Variante. Die habe ich auch schon im Kopf gehabt, aber
Dann müssen wir dieses Spiel jetzt weitermachen lassen, weil sonst sehen wir. Pass auf, wir bauen das so. Pass auf, ich dachte mir, wir machen hier. Oh Gott, das ist aber trotzdem ganz schön steil, du. Ja, pass auf. Das wird gleich entspannter werden. Pass auf. Hier rüber. Ne? Mhm. Und im Baum landen. Nee. Ja, genau, so ungefähr. Und dann müssen sie sich mit dem Seil abseilen. Genau. Also wenn du gleich hättest mit abseilen, dann wäre das ganze Aufwand nicht so da gewesen. Nein, aber gut. Es geht. Ach so. Jetzt fällt mir gerade was ein. Warte mal. Jetzt. Ich habe ja fast, ich habe ja was versprochen gehabt. Was hat versprochen? Ich habe ja schon meine Idee ja schon den Leuten mitgeteilt gehabt am Anfang. Oh. Jetzt habe ich da ein Geländer hingebaut, ne? Scheiße. Pass auf. Jetzt mal Vorsicht. Bleiben Sie ruhig. Jetzt wird es richtig geil. Ich habe doch gesagt, letzte Folge, glaube ich, war das, dass die hier rüberkommen sollen. Ja. Weißt du es noch? Und dann? Ich habe doch gesagt, ja, die sollten hier rüberkommen. Jetzt pass auf, jetzt wird's interessant. Oh, jetzt wird's. Und noch ein Versprechen musst du einlösen. Ja, das kommt gleich. Du weißt welches. Ja, ja, aber zuerst mal kümmern wir uns um die Bahn. So, pass auf. Okay. Jetzt wird's interessant, ob das funktioniert. God. Das sah ja schon mal gut aus. Ja, so halb. So halb. Ja, dann bauen wir nämlich das so, dass wir. Also, liebe Zuschauer, ihr werdet gleich mitbekommen, was ich meine. Und zwar spitzt sich das alles in der Luft ab. Das, was ich jetzt hier gerade vorhabe. So, einmal. Ich werde gleich wissen, wo es sonst hingeht. Oh Gott, ich bin so breit. Ja, ich bin so breit hier alles. Ich weiß gar nicht, was für eine Breite der andere Weg da vorne hat. Wahrscheinlich 5 oder so. So. Jetzt muss ich hier einrasten, wenn es geht. Das wäre jetzt ein Traum. Das wäre ja schön, wenn es funktioniert, ne? Ja, macht er. Super. Sieht es etwas komisch aus, aber. Nee. Geht so, oder? Geht so. So komisch sieht es gar nicht aus. Na? Das passt gut. Super gemacht. So, und jetzt kommt und der nächste Clou. Jetzt. Achso, 2 Warteschlangeneingänge geht leider nicht. So, jetzt gibt's da. Also. Der Punkt ist jetzt der, also die stellen sich unten an, ne? Und wenn sie wieder aussteigen, kommen sie oben raus. Mhm. Ist das doof oder ist das gut? Weiß ich nicht. Nee, ist ja in Ordnung. Geht ja nur so. Sonst müssten sie ja am selben Ein- wie Ausgang. Oder wir reißen das Gebilde hier ab, weil du gesagt hast, das ist so zu steil. Und dann stellen sie sich hier oben an. Aber die müssen da auch irgendwo, also müssen denselben Weg dann hoch und runter oder was? Ja, klar, die kommen dann hier den Weg rauf, stellen sich an, fahren und gehen wieder zurück und dann gehen sie runter. Aber die ersten, die sich dann wieder für die nächste Fahrt einstellen, blockieren ja den Weg dann. Ja, das wäre so ähnlich wie beim letzten Mal, wo wir dann hier so einen Megastau hatten, hier auf der Straße. Genau, hier. So weißt ähnlich. Du noch? Weil es so dieselbe Richtung ist, ne? Genau, und das habe ich mir eben auch gerade gedacht. Weil ja dann immer schon, wenn die Runde wieder hält, die Nächsten dastehen und die einen steigen aus und die anderen wollen rein. Oder wir machen es anders, dann müssen wir aber jetzt alles abreißen und tauschen Eingang und Ausgang. Das heißt, dass man hier sich anstellt und hier rauskommt. Nee. Dann würde man sich auch nicht behindern. Doch, das wäre auch noch eine Idee. Ich weiß, das wobei ist jetzt ich das Gebilde gar nicht mal so schlecht gefunden habe jetzt. Ja, jetzt pass auf. Na gut. Wir brauchen ja nur das Tauschen, in Anführungsstrichen. Wir haben ja Zeit, liebe Zuschauer, keine Panik. Warum es da ein Geländer ist? Ich habe da irgendwann mal die falsche Dings gedrückt. Ist es schlimm, wenn da ein Geländer ist? Nee, oder? Nein. Pass auf. Wir machen jetzt alles nochmal weg. Keine Panik. Das ist auch schade. Immer gerade, wenn es mal geklappt hat, dann kommt es wieder weg. Ja, weil die Laufwege sind halt
auch noch wichtig für diese Leute, ne? Weil sonst haben wir wieder einen Mega-Stau wie am letzten Mal. Ja. Dann, irgendwann mal geht dann gar nichts mehr. Ne? Und das wäre ja... Nee, das wollen wir ohne. Das wollen wir nicht, genau. Nein. So, Achtung, pass auf. Na, mach weg. So, Achtung. Jetzt. Nein. Nochmal hier hin. So, Ausgang platzieren. Kann ich das schieben? Darf ich das noch oder geht das nicht mehr? Das wäre jetzt doof. Bitte komm. Verschieben. Weiter das Verschieben drehen? Nee. Premium. Anpassen. Ah, hier. Eingang verschieben. Ja, dahin. Ausgang verschieben. Dahin. So, nochmal Eingang verschieben. So. Genau. Und jetzt? Sehr schön. Eingang mit Weg verbinden. So. Genau. Und jetzt würde man theoretisch... Natürlich jetzt eine lange Schlange, aber... Gut, man könnte jetzt hergehen und könnte hier noch ein... Das ist ja jetzt der Ausgang, genau. Nein, das ist der Eingang. Achso, nee, weil es braun ist. Ja, okay, da ist da, das ist jetzt... Hä? Ach ja, du hast ja getauscht, der Eingang. Das Gesperrte dort oben ist der Ausgang. Genau. Genau. So. Jetzt musst du ja genau wieder so runterkommen, wie du gerade runtergekommen bist, oder? So, schön. So. Oh, so. Das ist schön. Das wäre ja. Die Möglichkeit, ne? Das wäre die andere Variante. Na, das wäre doch schön. Das würde ich lassen. Das sieht gut aus. Das ist schön. Das ist praktisch. Die Frage ist nur, ob die Schlange zu kurz ist. Nee, das ist der schnellste Weg. Nein, ich würde es lassen, weil es ist wirklich gut. Ich würde es wirklich lassen. Okay, dann lassen wir das so mal. Ich hoffe, dass es reicht. Doch, ich denke mal. So, und jetzt müssen wir noch den, Ausgang machen. Und der Ausgang wird jetzt natürlich wieder so eine Art, ja, da könnte man sich jetzt streiten. Ja, wie wir den am besten machen, ja, den lassen wir dann vielleicht so. Ja, wie so eine Art Wendeltreppe, wie die andere halt auch vorher war, ne? So, so. Naja, muss ja nicht ganz so steil dann mehr sein. So. Du, ich sag, oder machst eine Rutsche, dann sind sie alle schnell unten. Gibt's das nicht? Das gibt da manchmal in solchen Parks solche, ja, solche Rutschen. Aber in dem Fall nicht. In dem Fall nicht. Da gibt's, ich glaube, so einen Teppich, da kannst du dich draufsetzen und dann kannst du runterrutschen. Gut, das so. Haben wir nicht. Da müssen wir doch laufen. Müssen wir laufen, ja, heftig. Genau. Ja, aber es geht doch so, oder? Also ich muss ehrlich sagen, es ist doch eine faire Treppe, oder? Also komm. Na, ich will mal gucken, ob dort. Na gut, ist ja runter, die brauchen die ja nicht hochgehen. Die brauchen die ja bloß runtergehen. Genau, in dem Fall brauchen sie runtergehen. Richtig. Das ist gut. Die brauchen in dem Fall ja nur runtergehen und nicht hoch. Gut, dann bin ich einverstanden. Gut. Schlimmer wäre es, die müssten die steile Treppe hochgehen. Nee, aber das stimmt, das ist ja nur der Ausgang, also kommt dort keiner hoch, sondern alle nur runter. Dann ist es zu, dann kann man es, ja, dann bin ich einverstanden. Warte mal, ich bin dann leider etwas gefangen in dem Ganzen hier. Warte. Nicht nach oben, bitte. Ich will nach unten. So. Und dann hier runter. Na, ist ein bisschen blöd, weil das genau an dem Weg entlang ist hier. Hm. Oh ja. Aber das geht. Jetzt ist wieder rot. Ja, jetzt habe ich gerade irgendwo die... Da. Jetzt. Meinst du, schaffen die? Ja, oder? Naja, du weißt ja. Ja, also bitte.
Also täuscht, vielleicht täuscht das so und ich sehe das bloß so krass. Also ich zeig dir hier mal, wie es aussieht, wenn du wieder da dort stehst. Hier, so sieht es aus, So sieht's aus. wenn du hier langläufst. Ich passe dann mal auf, wenn jemand Ja, runtergeht. so. Sag doch, es geht doch, oder? So eine Naja, normale gut. Steigung hier. Na gut, euers, wenn man es jetzt so sieht, ist es nicht ganz so tragisch eigentlich. Okay, gut. Nein. Jetzt haben wir das gebaut. Jetzt, meine lieben Zuschauer, wie versprochen, gibt es die Probefahrt. Das ist schön. Ich hoffe, wir können das machen. Test bitte einmal. Okay. Und mitfahren, Kamera, Fahrtkamera. Genau, So, das hier ist. sind wir. Das sind wir. Also ich bin das auf alle Fälle rechts. Augenmerk. Ah ja, ist das immer so unterwegs? Okay. Filmkamera, das ist die hier, okay. Und das ist die da. Ja, also wie gesagt, so sieht das aus, sehr ja, ganz entspannt. Ne? Man kann es dann hier wunderbar über die Gipfel, in Anführungsstrichen, über die Baumwipfel schauen. Ne? Schön. Gut, das wird jetzt etwas langweilig wahrscheinlich, wenn man das jetzt alles so betrachtet. So, ich mache mal hier kurz hier so einen Sprung. Also man fährt dann hier so entlang. Ne? Du kannst ja ein bisschen schneller mal fahren lassen, oder geht das Ja, nee, nicht? das geht ja nicht. Gut, okay. Doch, ich kann vorspulen, ja, aber das muss es auch nicht sein. So, dann geht es hier entlang, ne? Keine Panik, hier kommt auch noch irgendwann mal was hin, ne? Ist einfach jetzt nur, Ist egal, damit Hauptsache man mal nicht. hier die Gondel fahren kann. So, dann geht es hier rum. Einmal, ne? Hier entlang. Und dann hier die Straße entlang. Hier, ja gut, hier ist der Pfosten jetzt mitten im Weg, aber ja, Naja, gut, das kann man das verschmerzen, Ding, würde ich sagen. ja, das denke ich auch. Dann geht die Gondel hier entlang, ja. Hier einmal rüber. Zack, 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 zack. Am Hotel vorbei. So, dann wollten wir eigentlich ja hier vorne dann ursprünglich mal rechts abbiegen, aber das hat das Spiel nicht zugelassen. Ging nicht. Dann haben wir alles probiert. Dann haben wir gesagt, okay, scheiß drauf. Entschuldigung, wir machen es ganz anders, da und biegen dann eben hier rechts ab und ihr seht, wir müssen unbedingt die Bäume hier mal kurz anders hin platzieren, weil sonst stehen die mitten in der Bahn. Das macht natürlich Na, keinen oder tust du Sinn. mal ein bisschen schneiden, ein bisschen kürzen. Warte mal, das Zimmer müssen wir rausnehmen, glaube ich. So. Den glaube ich auch noch, oder? Ja, so. Sonst wären. Jetzt sieht es besser aus. So, jetzt geht er hier entlang über die Westernstadt. Schön. Dann einmal hier über die Bahn hier rüber, ne? Über die Eisenbahn. Dann einmal hier ja, nochmal rüber, ne? Dann hier entlang. Dann ganz, ganz, ganz steil nach oben hier. Sieht das ja? Sehr Nochmal ein schön. Stockwerk hoch. Und dann geht's hier drüben wieder runter. Und ja, und dann da drüben ist dann hier gleich der Ausgang. In Anführungsstrichen, wobei wir hier noch den Ausgang bauen müssen, ne? Ach Meine so, Liebe. ja, das ist ja unklar, ne? Weil sonst kommen die Leute nicht mehr raus. Oder rein, je nachdem. Ja, So. dann müssen sie sitzen bleiben und müssen auf der anderen Seite wieder raus. Das Genau, heißt, das geht ja auch. deswegen werden wir jetzt hier die Station hier weiterbauen. Und zwar werden wir jetzt den Eingang hier platzieren. Wo ist denn hier? Da. Eingang platzieren. Eingang platzieren. So. Jetzt müssen wir wieder überlegen, wie die Leute laufen. Oh Gott, das ist jetzt hinter der Mauer. Oh Gott, die müssen dann hier irgendwie rüberkommen. Das wird tricky. Ah, ich habe schon eine Idee. Wo Ich kommst habe. du auf dem Weg? Komm Naja, irgendwie? das war gerade auch meine Idee. So, Eingang platzieren. Hallo. Magst du nicht? Nee. Jetzt. Nein. Nee. Nochmal Eingang platzieren. Dann Ausgang platzieren. Genau. Und jetzt Eingang mit Weg verbinden. Jetzt wird es natürlich wieder eine lange Schlange geben hier, aber es macht nichts. Nee, das So. nützt auch nicht. Ist ja was ganz was anderes, ne, in Anführungsstrichen. Aber dann haben wir ja den Park auch ein bisschen anders genutzt, sag ich mal, hier die leeren Stellen, ne? Hier so.
Genau, Eine und ganz jetzt probieren wir. weite Naja. Warteschlange. Ob du nur jetzt dort unten langläufst oder ob du hier oben langläufst, also ist es schon gut. So schlimm ist es nicht. Ja, Das ist schon gut. jetzt muss er Sieht irgendwie doch gut da. aus. Sieht auch schon mal gut aus. Ja, fast. Ich muss jetzt nur da hochkommen. Ist noch nicht so richtig, dass. So, ah ja, genau. Fehlender Wegabschnitt, das passt nicht. Hallo. Nein. 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 Nochmal löschen bitte. So. Nochmal hoch. Hoch. Dann machen wir ein bisschen kürzer. Warte mal, das Ja. geht. Hat das nie jetzt gepasst? Ich will das. Ach, du bist hier an den, hier oben dran. Ja, genau, da oben ist, da soll er hin. Aber er soll aber nicht einen Buckel machen, sondern er soll. Ei. Aber es müsste doch gleich passen eigentlich, oder ne? Ja. Hast gerade gehabt. Jetzt. Na eben, na, es war doch eigentlich Ja. gerade. Aber irgendwie. Rast einkommen. So. Jetzt. Eine Riesenwarteschlange, aber okay. Ach, na ja. Und jetzt noch dasselbe für den Ausgang, ne? Aber ich denke mal, das Ja, nehmen sie außer. in Kauf. Ja, okay, wir hätten noch was anderes machen können, aber okay, nicht so schlimm. Pass Was auf. hätte man können noch Ja, machen? dann hätten wir es anders, leichter machen können, aber wurscht. Wo Pass ist auf. denn der nächste Weg? Wo hättest du das denn? Ja, ich zeig dir gleich, was ich meine. So, jetzt geht es nicht. Warum geht es jetzt nicht? Weil es da nicht eben ist, ne? Genau. Weil es da nicht eben ist. Deswegen geht das nicht. Richtig. Ach, man sieht es ja sogar, dass es nie eben ist. Drücken. Bügeleisen. Drück. Ich glaube, ich drücken mich hoch. Drücken. Jetzt schauen wir mal, ob das geht. Das ist die Station. Nee. Weg brauche ich. Jetzt geht's. Genau, jetzt können wir den nämlich da entlang führen. Oder? Ja. Ja. Ist ja nicht viel Möglichkeit. Wobei So wir, warte viel. mal, wir sollten das vielleicht ein bisschen. Ah, nee, lassen wir das so blau. Blau, habe ich gesagt. Hallo. So. Ja, mal ganz spektakulär das hier. Naja, das ist. Hat auch niemand anders außer wir. Nee, das sind zwei ganz schön lange Rennbahnen. Und jetzt ist eben der Punkt, apropos Rennbahn, na, jetzt habe ich nämlich das Problem. Jetzt machen wir es nämlich anders. Ja, oder? Ja, okay, wir können das auch so lassen, wie es ist. Und bauen dann einfach hier ein kurzes Stück.
Trick neu. Jetzt muss ich mal kurz hier rabiat den Weg hier abreißen. Zumindest ein Teilstück davon. Aber. Weg löschen. Und zwar. Das da. Was? Nix blockiert. Jetzt. Jetzt will ich mal sehen, wie die Leute die Treppe hochgehen. Ja, gar nicht. Die drehen um. Siehst du, die sind wieder umgedreht. Ja, die sind ja auch schlau, ne? Die Leute. Ja, die wissen genau, wenn ein Stück weggerissen wird, dann drehen sie um. Das finde ich gut. Ich habe jetzt wirklich gedacht, die machen Fallschirmsprung. Jetzt brauche ich das Muster. Warum ist das Muster eigentlich... Da, das ist es, genau. Jetzt brauche ich aber einen breiteren Weg, weil sonst haben wir hier einen Engpass. Naja, geht einigermaßen. Huch, das ist jetzt zu breit. Ja, der auch. Der war, glaube ich, der richtige. So. Und jetzt haben wir dann so einen kleinen Höhenweg. Und dann geht es jetzt hier runter wieder. Nee, mag er nicht. Kein Problem. Setzen wir eben später an. Na komm. Will nicht. Mag er nicht. Also irgendwas ist immer, was nie will. Auf Anhieb will das nicht gleich alles. Vor allem, der soll nach oben bauen. Was baut er? Jetzt baut die Treppe nach unten. Das ist auch witzig, ne? Also ist mir jetzt auch ein Rätsel. Moment, mal noch was anderes, bitte. So, jetzt komm, auf geht's. Länge. Irgendwie ist da Otterwurm drinne. Ja, da ist wieder ein Wurm drin, genau. Sagst du es? Wieso ist das ein Steinplattenweg? Das ist doch. Achso, eine Holz- und eine Steintreppe? Nee. Jetzt. Komm. Schön. Schöner Weg. Ja, nur noch in die richtige Richtung gehen. Ja. Jetzt haben wir's. Ja. Jetzt ist er da. Ach, das war ja natürlich auch schwierig. Schwere Geburt. So. Und das ist jetzt sozusagen, hier gehen sie drüber nach oder kommen drüber runter? Die können auf beiden Seiten hin und her laufen. Aha, okay. Das ist dann egal, was sie machen. Wie sie okay. Es gerne wollen. Ja, die können einfach von da hinten kommen oder von vorne kommen. Das spielt keine Rolle. Okay. So, und jetzt müssen wir nur noch jetzt hier diesen Weg verbinden hier. Ja. Das dürfte ja jetzt nicht mehr ganz so schwierig sein. Ja. Eigentlich. Nicht so schreien. Nee, stimmt. Dann ist der Weg wieder unten nicht gerade. Komm. Ja. Rot. Jetzt. Nee. Na komm. Ja. Ja. Okay. Ja, ist ein bisschen eng, aber geht noch. Das Spiel lässt es noch zu.
So, das Einzige, was weg muss, ist die Laterne hier, weil sonst laufen die Leute gegen den Masten. Das macht natürlich keinen Sinn. Was hast du denn dort für schöne Fahnen hängen? Die da? Die rechts ja. da? Ja, habe ich mal hingemacht. Warum nicht? Ja, schön. So. Ist auch mal was anderes. Ja, das ist ein anderes Viertel, sag ich mal, ne? Eine andere Region. Deshalb also gibt es auch andere Sachen hier. Genau, so, gar nicht mal schlecht. Müssen wir noch bitte, weil sonst laufen wir da hinten im Dunkeln, natürlich auch noch hier ein paar Lampen hinsetzen. Oh ja. Ein paar Stehlampen. Mhm. Damit das nicht hier ganz im Dunkeln ist hier. Ja, das stimmt, weil es muss man ja auch dran denken, dass es auch mal finster wird. Ja. Und hier noch eine hin. So, müssen wir es erreichen. Ja. Soweit, so gut, ne? Würde ich sagen. Mhm. Ja. Das ist unsere kleine, beschauliche Gondel. Liebe Zuschauer, ihr seht, es geht hier weiter, munter weiter. Ne? Hier hat wieder eine gekündigt. Warum das denn? Moment mal. Den müssen wir wieder einstellen. Aber dann schau mal bitte, warum er gekündigt hat. Weil? Wahrscheinlich, weil er wieder zu viel zu tun hat. Hm. Nee, Arbeitslast ist hoch. Oh, der Arme. Oh, warte mal, den wir mal fortbilden, dann wird er wieder zufrieden. Ja, jetzt ist er zufrieden, das siehst du. Alles wird gut. Siehst du, jetzt ist er wieder. So. Also, ihr habt gesehen, liebe Zuschauer, das ist unsere Gondel. Auch mal wieder was Neues in Sachen Fahrgeschäft hier in unserem Park. Wie es weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Ne? Deshalb unbedingt ein Abo da lassen. Abo ist kostenlos. Ne? Unter dem Video den roten Knopf drücken. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann einen Daumen da lassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen, oder? Ja, auf alle Fälle. Vielen Dank. Genau. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.